Hallo, Players und Playerinnen. Und willkommen zum mittlerweile 11. Part, wenn ich mich nicht vertue. Und ja, erstmal. Das Team Rocket braucht den Schaufler. Sicher für irgendeine Schandtat. Gucken wir mal, ob wir uns hier den Schaufler holen können. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen, eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Ja, und wir kriegen gleich geschenkt, wenn wir den Rocket hier geschlagen haben. Hey, bleib draußen! Du hast hier nichts zu suchen! Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Nein, das tun wir nicht, weil die Rocket-Rüpel ja halt immer so intelligent sind und sich nicht verkleiden. Bis auf der an der Nagelbrücke. Nein. Mewtwo wird von... Ey, krass. Das ist ein bisschen krass. Das ist wirklich ein bisschen krass. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Gut. Schnabel? Setzt Barriere ein. Spezialverteidigung? Nee, die normale Verteidigung steigt. Konfusion. Na, das ist gut. Das ist gut, dass wir Panzer Aeron hier haben. Krass, ey. Ein Panzer Aeron. Kämpft gegen ein Mewtwo. Hätte man sich damals auch noch nicht gedacht in der ersten Generation, aber... Mensch, 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 ey. Dass wir jetzt hier... Also, dass der Rocket... Ey, also die Rocket-Rüpel haben wirklich verdammt krasse, starke Pokémon am Start. Ein Hopsspross. Ja, nee, das kann Panzer Aeron jetzt locker übernehmen. Also wirklich so ein krasses Pokémon und dann kommt das. Schon wieder irgendwo ein bisschen enttäuschend. Oh weh. So, Panzer Aeron bekommt nur knapp wieder kein neues Level. Mensch. Ist gut. Ich gebe auf. Ich verschwinde. Okay, ich gebe dir die gestohlene TM zurück. Wir halten TM28. Eigentlich könntest du uns da Mewtwo geben. Ist ja besser. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Aber jetzt, da wir Mewtwo das erste Mal gesehen haben, gucken wir doch mal nach, auf welcher Route wir ein Mewtwo fangen könnten. So, Mewtwo. Okay. Also, wenn wir runter nach Fuchsania gehen oder zwischen Safronia und Prismania. Also, wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten. Und dann unten auf der Sinnoh-Insel. Alles klar. Ich würde meinen, Mewtwo könnte uns dann wirklich bald schon mal gehören. Sehr nice. Was? Nee, was weg ist, ist weg. Ich werde Dicter beibringen, ohne den Schaufler zu graben. Erlernt ein Dicter das nicht eh ohne? Naja. Das Team Rocket braucht den... Ja, ist okay, das haben wir schon gewusst. So. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Bisschen traurig. Ja, gut. Wir haben es ja jetzt eigentlich wieder... Aber keiner von denen möchte es irgendwie, also... Da gehen wir später nochmal hin. Also irgendwie sind die ziemlich seltsam. Also, beziehungsweise wir sind seltsam, weil... Pokémon ist halt immer so, hier darfst nicht klauen oder hier sei kein Dieb. Und, Flucht unmöglich. Und jetzt... Ja, ich meine, wir haben das wiederbekommen. Hätten es rein theoretisch auch wiedergeben können, aber... Tja. Irgendwie verheimlichen wir das anscheinend. Aurora-Strahl. Na... Krass.
Das Ausdauer hat auf jeden Fall einen verdammt krassen Schutz und es verteidigt sich auf jeden Fall mit dem Panzerschutz noch mehr. Es ist echt eine schwere Muschel, die hier zu knacken ist. Aber egal. Aurora schon wieder. Oh mein Gott. Ah, Schutzschild. Das heißt, wir haben wieder keine Chance mit Sternschauer. Super. Naja. Nee, aber... Das ist doch wirklich mal ein Ding, oder? Ich meine, somit sind wir doch jetzt rein theoretisch... Okay, wir haben es ja nicht gestohlen. Wir haben es aber wiederbekommen, aber geben es dem Besitzer nicht wieder. Also... Pokémon. Game Freak. Was wolltet ihr uns denn bitte schön da jetzt weismachen? Also sprich, wenn ich jetzt das nächste Mal eine Brieftasche auf der Straße finde, ist es okay, dass ich sie behalte. Plus allem Inhalt. Tja, das ist auf jeden Fall Auslegungssache, wenn ihr mich fragt, denn... Wer weiß. Und es hat sich selbst verletzt. Komm, halte durch. Super Schau, okay. Und... Ja, sehr schön. Und wir haben diese Ausdauer geknackt. Panzer Aeron erreicht Level 22. Sehr, sehr schön. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal den Platz wechseln. Seht ihr, eigentlich wollte ich ja nochmal hoch zu der anderen Route, um Arcani zu fangen. Ich guck kurz nochmal nach, wo konnte man denn ein Fukano fangen? Weil es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir uns erstmal ein Fukano fangen, das ein bisschen hochtrainieren und dann das später entwickeln. Jetzt bin ich mal wieder eiskalt dran vorbei. Na, hier irgendwo war es doch, hier haben wir es. Fukano und ein Zinnoberinsel, ansonsten, ja, sofern wir halt fliegen können, fliegen wir einfach... Ich meine, dann haben wir auch die Angel, dann fliegen wir nochmal kurz nach Azuria City, angeln eine Runde und fischen uns aus dem See ein Fukano. So, ich weiß gar nicht, was jetzt hier eigentlich so uns erwartet auf der Route. Auf jeden Fall wieder ein Ausdauer. Und, nein, danke. Wir haben gerade eben schon gegen Ausdauer gekämpft. Muss ich doch mal sein. Ein Aquana. Kann es sein, dass das die gleiche Route ist wie oben? Oder... Ein bisschen bin ich jetzt hier schon irritiert. Ausdauer, Aquana, Ausdauer. Also... Nee. Flucht unmöglich. Warum ist diese Flucht jetzt unmöglich? Okay. Das ist dann total für Hirashi. Schnell mal Psychokinese. Und dann ist es auf jeden Fall weg. Mensch. Noch Superschall. Really? Okay, komm. Komm, Hirashi, du bist der Meister der Verwirrung. Genau. Und es hat perfekt geklappt. Und jetzt gucken wir auf jeden Fall mal nach. Hier müssen wir jetzt eigentlich nicht rein. Ich glaube, der gibt uns ja auch nichts, oder? Wir können hier nur unsere Pokémon abgeben. Nee. Das ist okay so. So. Und hier? Konnten wir sofort hier rein? Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt! Stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Genau. Den müssen wir auf jeden Fall dann aus Prismania City, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall ein... Tafelwasser bringen. Bist du... Was? Besitzt du einen Nidoran männlich? Willst du es gegen Nidoran weiblich tauschen? Nein, danke. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. So. Jetzt rennen wir hier mal schnell runter. Dann kommen wir in Orania City sogar dann gleich an. Also wir haben noch ein Stück von der Route. Schon viele Leute haben Dinge auf den Tunnelfahrt verloren. Ja, da hätten wir jetzt wirklich nach einem Item suchen können, aber... Das ist eher uninteressant jetzt, so. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen den Möchtegern-Käfersammler, sag ich mal. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Tja, jetzt werden wir auch gleich mal sehen, wie viele du besitzt. Er hat drei Pokémon, eines davon ist ein Lapras. Fängt dir schon mal cool an.
Los, Stoll Junior, Kopfnuss. Ja. Davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Ah. Metallklaue? Es setzt auf jeden Fall erstmal darauf, uns zu debuffen. Debuffen? Stimmt das? Egal. Das möchte erstmal unser Angriff schwächen. Okay. Nee, das hat auf Dauer keinen Sinn. Panzer Aeron ist angeschlagen, Hirashi macht das. Weil ich möchte das auf jeden Fall recht schnell hier alles hinter uns bringen. Damit wir dann auf jeden Fall den nächsten Arena-Orden anstreben können. Und dann haben wir ja auch weitere Routen auf jeden Fall noch zum Abklappern. Ich meine, wer weiß, was uns dort noch für interessante Pokémon begegnen. Ich weiß auch gar nicht, Amphibien. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht für Ali. Ich meine, ich weiß auch noch gar nicht, wie viele Pokémon wir jetzt aktuell gesehen haben. So. Ja, Whirlpool. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass Alabis eine neue Attacke lernt. Biss. Und? Wow. Ey, das macht ja so wenig Schaden. Und dafür, dass das nicht effektiv ist, ist es auf jeden Fall effektiver als dieser Whirlpool. Die Genauigkeit sinkt. So ein Schaden durch den Whirlpool, was, ja, das ist ein wildes Pokémon, könnte man es jetzt perfekt fangen. So, bis. Auf jeden Fall sind es gute Erfahrungspunkte, die Ali hier sammelt. Naja, ein Voltenson. Ja, das sollten wir wechseln. Das ist ein gutes Ding für Knogger. So. Ein paar Kämpfe haben wir auf jeden Fall noch zu tätigen. Auf dieser Strecke. Aber ich denke, das ist auch gar nicht verkehrt, weil so allmählich kommen wir den Trainern, beziehungsweise die Trainer kommen unseren Level auf jeden Fall wieder ziemlich nah. Und das gefällt mir gar nicht. Weil wenn dann wieder so ein Pokémon kommt, was Explosion oder Finale kann, dann sind wir auf jeden Fall echt geliefert. Warte mal. Erstens, okay. Zweitens. Nationale 101. Wir haben 151 Pokémon gesehen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, aber das heißt, wir haben auf jeden Fall noch über 200 nicht gesehen. Oh, ein Magby. Ist auch nicht schlecht. Es entwickelt sich ja dann später zu Magma. Aber muss, glaube ich, erstmal nicht unbedingt sein. Weil wir haben immer noch Glutexo. Und wie gesagt, wir brauchen unbedingt ein Pflanzen-Pokémon, aber oh, geht bitte, also nicht so eins. Also von diesen Hopspross, Papunga und wie sie nicht alle heißen, war ich auch noch nie wirklich ein Fan. Oh, Glück gehabt. Ich weiß ja nicht, haben wir ein Gegengift? Wir haben bestimmt ein Gegengift. Egal. Ist ja jetzt auf jeden Fall... Oh, ein Volltreffer und das hat einen Schaden gemacht. Traurig, traurig. Na gut. Neues Level für Stoll Junior. Und wir hätten auch gerne noch ein neues Pokémon vom Typ Pflanze. Oh. Oh, ein Weilmeer. Weilmeer sollten wir vielleicht fangen, weil Weilort ist schon ganz cool. Aquaknarre. Das ist sehr effektiv, ja. Wisst ihr was? Wir nehmen Ali. Ali setzt jetzt einfach mal Whirlpool ein, das macht wenig Schaden und auch die weiteren kommenden Whirlpools machen auch nicht so viel Schaden. Ist eigentlich ideal. Holzer macht uns jetzt wiederum nicht viel Schaden. Perfekt, perfekt. Ah, okay. Minimales Stück mehr hätte ich jetzt schon erwartet, aber... Naja. Sehr gut. Dann haben wir jetzt zwar schon drei Wasser-Pokémon, was wir vorher auch wirklich in der Minderheit hatten. Aber okay. Dafür muss es sich erstmal fangen lassen.
Damn. Na komm, jetzt im roten Bereich. Sehr schön. Ah, komm. Beilmeer. Ich weiß gar nicht, wann sich ein Beilmeer zum Beilord entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall hartnäckig. Interessant, interessant. Was ist los? Warum lässt es sich nicht fangen? Ich meine, der Pokéball hat noch nicht einmal gewackelt. Na, jetzt vielleicht? Na, es will nicht so recht. Oh, what? Ey, komm. Das ist jetzt nur noch ein oder zwei KP, was er hat. Eigentlich dürfte es nur einer sein. Nein. Nein. Okay, das war's. Ja, jetzt setzen wir definitiv noch ein weiteres ein. Hirashi ist auf jeden Fall mittlerweile doch, möchte ich meinen, wahrscheinlich ein ganz guter Tank geworden. Und ey, komm. Dafür, dass du jetzt eines unserer Wasser-Pokémon gekillt hast, musst du mitkommen. Ey, ist das zu glauben? Das gibt es nicht. Dieses Pokémon hat ja eine überkrasse Verteidigung. Also, in Sachen Pokebälle. Das möchte ja nicht... Doch, es ist jetzt mit an Bord. Super. Ja, Ali ist gestorben. Naja. Verschluckt es eine große Menge Meerwasser, wird es zu einer großen, elastischen Kugel. Es frisst täglich eine Tonne Nahrung. Das könnte sich auf jeden Fall ein Wettessen mit Relaxo liefern. Krasse Sache. Weilmeer, wird zu Weilort? Ja. In der Hinsicht, ich hoffe, dass wir miterleben, wie es sich noch entwickelt. Nennen wir es einfach mal Lord. So. Gut, oder auch nicht. Ich meine, wir haben Ali verloren. Ja, okay. Da hätten wir jetzt auch die komplette Entwicklung gesehen. Hopspross, Hubbelupf und Schlag mich tot. Keine Ahnung, wie es hieß. Ah, Stachelspore. Naja, ist immer noch erträglicher als Gift. Ist klar. Bei den anderen, bei den Gegnern, wenn man es paralysiert, funktioniert es so gut wie nie. Und bei uns natürlich, da funktioniert es sofort. Ah. Jetzt Kopfnuss. Komm. Setz die Kopfnuss ein. Perfekt. Ach, ja. Ich würde sagen, wir tauschen jetzt auch mal wieder aus. Ali. Ah. Aber ich muss sagen, bei Ali ist es mir jetzt doch mehr egal gewesen. Auch wenn es jetzt gemein klingen sollte. Also Sepa und Igelava waren da doch schon eher die Fälle gewesen, wo es mehr schmerzte. Na gut. Ach stimmt, Metallwasser, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Zum Glück hat es keine Wasserattacke eingesetzt. Ja, mit Kratzer werden wir auch nicht weit kommen, oder? Superschall. Für uns jetzt das Zeichen, dass wir auf jeden Fall das Pokémon wechseln. Weil als nächstes setzt es bestimmt eine Wasserattacke ein. Boah, und unsere Pokémon sind ja jetzt echt alle schon gut angeschlagen. Verdammte Axt. Na gut, Konfusion dürfte es weg sein, oder? Yep. Hat er sonst... Er hatte nur das eine, wa? Yep. Perfekt. Gut, dann... Komm. Ich glaube, die hier kämpfen als Tag-Team, oder? Lutexo Knogger dürfte ganz gut sein. Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Nein, die kämpfen einzeln. Na gut. Eine Herausforderung vom Günther. Igelava. Igelava, mögest du in Frieden ruhen. Wir werden für dich dieses Igelava vernichten, weil
Es darf bloß eines gehen, und das warst du. Hier, friss Feuer, auch wenn du selbst Feuer bist. Hätte ja klappen können, dass es ein bisschen mehr Schaden macht. Auf jeden Fall ist es definitiv eines der Fälle jetzt für Glutexo. Damit er auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen... Ja, doch, ich glaube, der dürfte schon gute Erfahrungspunkte bekommen. Für Level 25 reicht es aber, glaube ich, noch nicht. Oh, doch. 600, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, aber unser Glutexo muss stärker werden. Es muss definitiv noch stärker werden. Traurigerweise unser schwächstes Pokémon momentan. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Ist ja okay. Also, bevor sie Camperin wurde, war sie eine Göre. Picknickerin. Ja, okay. Gut, was kommt jetzt ein Kokoball? Das ist doch ideal. Es dürfte auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte geben, dass er schon wieder eine Weiterentwicklung ist. Oder? Es gibt 706, das ist wirklich ordentlich. Als nächstes Dicta. Ach, Ali ist ja tot. Nee, wir bleiben bei dem Glutexo. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Drei Todesfälle. Kann es sein, pro Folge ein Todesfall? Nee, stimmt. Letzte Folge ist eigentlich zum Glück keiner gestorben. Ach, aber egal. So. Haben wir jetzt alle durch? Nein, hier unten kommen noch welche. Na super. Lag hier nicht auch mal irgendwo ein verstecktes Item rum? Naja, anscheinend nicht. Machen wir die beiden noch? Komm, die beiden machen wir noch fertig. Dann sind wir wenigstens so in Orania City. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Nee, eigentlich meinte ich dich nicht, du Camperin, Picknickerin, was auch immer. Hedwig. Hm, ist doch nicht die Eule von Harry Potter? Egal. Ein Amoroso haben wir so auch noch nicht gesehen. Wir haben aber auch noch keinen Ammonitas gesehen. Aber wir wechseln mal. Weil dieses Pokémon könnte jetzt auch schon die Aquaknarre drauf haben. Ich weiß es nicht. Könnte, muss aber nicht. Aber wir wollen ja jetzt auf jeden Fall nicht noch einen weiteren Todesfall. Einer pro Folge reicht definitiv, wenn ihr mich fragt. Mal gucken, was er noch so hat, oder sie noch so hat. Außerdem haben wir noch einen Kampf vor uns, dann ist diese Folge auch wieder beendet, möchte ich meinen. Georock. Ja, da werden wir Glutexo einsetzen. Weil Glutexo kann die Metallklaue, damit kriegen wir es auf jeden Fall zerbröckelt, möchte ich meinen. Aber es kann auch die Explosion, fällt mir gerade ein. Aber auf dem Level? Ich weiß es gar nicht. Na? Steinwurf. Klar, macht uns Schaden, aber... Das bekommen wir noch alle hin. Oh Mann. Ich habe noch einen Trank. Ein Kampf? Ein Trank? Na, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sehr schön. 10 Level noch, dann haben wir Glurak. Ey, also das müssen wir auf jeden Fall am Leben halten. Pippi. Pippi kann auf jeden Fall Jirashi übernehmen. Ja, okay, rein theoretisch hätten wir auch mal Knogger wieder ranlassen können. Aber egal. Na, nee, neues Level wird es wahrscheinlich noch nicht erreichen. Pippi dürfte ja hier noch ein Normaltyp sein. Jetzt in den neuen Versionen ist es ja ein Feentyp, wie Pummeluff. Naja. Meine passt schon irgendwo, aber dass er dann halt einfach mal so Pokémon-Typ wechseldich machen, ist natürlich auch schon ein bisschen seltsam. Aber andererseits hat das ja auch zugute getragen, da Glurak in der ersten Generation ja einfach mal nur Feuer war und ab der zweiten Generation der ja dann sinnvollerweise zum Glück Feuerflug, was ja wirklich, wirklich sinnvoll ist. Okay, und... Zwei Pokémon. Sneebel. Sneebel war ein Eis-Pokémon, wa? Aber es gab auf jeden Fall schon bessere Darstellungen in einem Spiel als wie hier, möchte ich meinen. Los! Fackel es ab. Sehr schön.
Ja, auf jeden Fall, Glutexo bekommt hier ordentlich Erfahrungspunkte. Och, echt jetzt? Wieder Mewtwo? Was ist nochmal jetzt von den Pokémon, die wir noch haben, was ist da das Sinnvolle gegen Psycho? Das ist echt eine Frage. Also wir haben keinen Geist-Typ, wir haben keinen Käfer-Typ. Und ich meine, ansonsten, was gibt's noch? Alabis, was ja noch eine Unlichtattacke hatte, ist ja auch weg. Und was hatte Stolt Junior? Hatte das nicht auch Biss? Nee, da habe ich mich gerade vertan. Stimmt, Kopfnuss. Ja, komm. Knogger soll das mal übernehmen. Ey, krass. Das zweite Mal, dass wir jetzt schon Mewtwo hier sehen. Und es hat bisher jedes Mal den Erstschlag zugesprochen bekommen. Aber egal. Oh, ich dachte, es setzt jetzt nochmal aus, das sein. Dies ist aber nicht der Fall. Aber egal. Es ist besiegt. Und Knogger dürfte ordentlich Punkte bekommen. Genau, das ist auch der Fall. Level 21, sehr schön. Somit jetzt auch definitiv verbessert Energiefokus. Ja, brauchen wir auf jeden Fall jetzt nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich würde meinen, in der nächsten Runde, in der nächsten Episode, gucken wir dann definitiv auch mal nach, wie es aussieht. Ob wir noch ein Pokémon jetzt auf der eben abgelaufenen Route fangen können. Und dann, ja, würde ich meinen, dürfte dann wahrscheinlich auch der dritte Arena-Kampf anstehen. Und naja, vielleicht gucken wir dann auch mal, ob wir das ein oder andere durch unseren Freund, den Angler hier, durch die Angel halt auch an Land bekommen. Vielleicht gehen wir auch nochmal kurz zurück nach Azuria City, das würde ich dann aber offline machen, also offscreen, da... Naja, wird nicht nochmal den kompletten Weg hier durchlaufen müssen. Aber an dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und... Seht ihr, das werden wir noch machen. Wir werden Alabis definitiv zu unseren anderen Freunden hier ablegen. Weil das hat es verdient. Alabis darf nicht in Vergessenheit geraten. Und was auf jeden Fall noch der Punkt ist, wir werden Aquana... und auch Weilmeer, beziehungsweise Lord, in diese Box hier noch absetzen. Und... so, Pokémon ablegen, Alabis. Nein, ach, das war jetzt das Falsche. Egal. Und wir nehmen auf jeden Fall dann auch gleich noch, nehmen wir Weilmeer oder nehmen wir Aquana mit? Ich würde sagen, weil mir es war ein höheres Level, aber was können die denn? Das gucken wir uns jetzt definitiv noch an. Aquahülle verhindert Verbrennung. Platscher, Heuler, Aquaknarre, Walzer, Tackle, Rutenschlag, rechte Hand, Sandwirbel. So wirklich Wasserattacken kann es ja noch nicht, aber ich würde es dann auch nochmal offscreen ein bisschen hochleveln. Außerdem gefällt mir halt diese Aquahülle, sondern diese H2O-Umwandlung. In deren Sicht dürfte Aquana eigentlich ein guter Zuwachs für unser Team sein. Also, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und jetzt haben wir auf jeden Fall einen weiteren dahingeschiedenen Freund. Naja. Aber in der nächsten Runde geht es mit voller Tatenkraft weiter. Also, bis dann. Bye. Wenn dir unsere Videos gefallen, lass uns doch gerne mal ein Abo da. Und werd auch du zu einem Player. With attitude. Do it! Just do it!